Ladies and Gentlemen, weiter geht's mit dem super verzwickten The Devil in Me. Jamie? Bist du da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier vor? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie Du kann... musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Verwirrt. Besser. Jamie, was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Hör zu. Da drin ist ein Schrank. Du musst da rein. Und zwar jetzt. Wovon redest du denn da? Versteck dich, Aaron. Wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt. Vertrau mir einfach, okay? Woher hat die Stimme? Oder hat die jetzt wirklich da ein Funkgerät? Boah, ich weiß nicht. Nee, der kann die Stimme gar nicht haben. Lauf. Oh mein Gott, bin ich dumm. Nein, bitte nicht. Damn. Aber woher sollte die auf einmal ein Funkgerät haben? Jetzt mal ehrlich, das hat mich voll verwirrt. Charlie? Jamie? Hallo? Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Die Puppe sehen von Mark. wollte. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Hä, nein, ich wollte nicht noch mal. Warum haben die beide keine Haare, aber die anderen alle haben Haare? Das ist irgendwie. Weiß ich nicht, ist es legal heutzutage noch, das so zu machen? Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Ah, wie schnell der die Puppen auch fertig bekommt von denen. Da sollte man den Props geben, also wirklich. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Nur, Vorsicht. Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht.
Aha, sorry. Oh mein Gott. Als die Wand zuging, ich... Hauptsache, du bist okay. Dimmitt hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Dimmitt? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Ja, damit er alles abstreiten kann, weil unsere Leichen das ist jetzt nicht wahr, oder? Des Sees stranden. Körper tot. Scheiße, tot, schalt es ab. Tot, tot, tot. Was war das? Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 niemals. Oh, Scheiße! Die sprechen echt! Ich sag doch, das ist so viel! Verschwinden wir hier. Die ist zu. Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dimmitt? Sie wollen spielen? Kommen Sie raus. Sofort. Spielen wir, verdammt. Wie? Hast du ja Feuer verloren? Kann ich das aufheben? Das liegt hier gar nicht mehr. Weird. Oh, shit! Cage Key. Warum kann ich mein Feuerzeug nicht aufheben? Das ist voll dumm. Ich will nicht, aber ich muss, ne? Ja. Was zur Hölle war das? Klingt nach einer Frau. Fuck. War der Vogel? Dreh das doch bitte um, Mensch. Danke. Chicago Killer, erstes Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt. John Doe Nummer 2, Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen.
Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Okay. Aber was stand da jetzt? Todesursache unter Verletzung. Die Zähne des Opfers wurden alle entfernt. Okay. Wahrscheinlich irgendjemand mit dem Medizinstudium. Vielleicht der Typ, von dem Kate da erzählt hat. Sollen wir einfach ausmachen hier in dem Gelände. So verstörend an sich. Man denkt sich so anfangs manchmal vielleicht, ey, lustig, ne, so die Musik da noch nebenbei, Schwachsinn. Aber so unterbewusst verstört einen das schon. Was ist, wenn ich hier lang will? Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Jetzt dreht er komplett durch. Es ist der Entzug von den Kippen und alles. Das war's. Was haben wir hier? Warum kann man da durchgucken? Kommt der einfach? Muss ich mich verstecken? Mama, immer mache ich sowas mit. Hier ist doch nichts. Doch hier. Tada! Ein bisschen Korni drin. Ich brauche Nervennahrung. Gib mir das. Schon wieder so eine Münze. Wogegen kann ich die einlösen? Ich finde da nichts. Oder beziehungsweise jetzt, bis jetzt kam noch nichts. Das ist ein bisschen schade. Warte, da steht Feuer. Ist das das Einzige, was wir hier tun können? Ach, Fugit, wird schon schief gehen. Sag ich doch. Oh, what the fuck? Warum waren seine Augen so rot? Oh mein Gott. Habe ich jetzt jemanden abgefackelt?
wen? Leben ja alle. Wow, 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 wow. Wer hat das aufgemacht? Warum macht mich hier nicht fertig, psychisch ehrlich? Na, hallo. Oh, das war kein Feuerzeug. Grüße den Herrn. Ist es echt? Das war die beste Zigarette deines Lebens. Oh, verdammt! Oh shit. Was macht er? Da. Gitter. Gott, du schaffst es, los! Gitter! Junge, du hast es doch fast geschafft! Die Tür kommst du nicht ran! Auf, verdammt! Geh auf! Verdammt! Trotzdem extrem heiß da drinnen. War eh ein Arsch. Ich dachte, durchs Gitter kommt man irgendwie jetzt runter dann.
Aber gut, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Lass doch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin natürlich weiterhin alles Gute und tschüss mit Üs.